Löse die quadratische Gleichung 2x² minus 4x minus 2 ist gleich minus 12. Wir wollen diese quadratische Gleichung mit Hilfe des Taschenrechners lösen, und zwar mit der Funktion Tool Poly 2. Schauen wir uns das mal im Taschenrechner an. Tool ist hier gelb unterlegt, das heißt, ich muss die gelbe Taste zuerst drücken, und dann sehen wir hier schon Poly und wählen Poly 2 aus. Der Taschenrechner verlangt jetzt hier die Form ax² plus bx plus c gleich 0. Das ist die allgemeine Form. Und auch hier wieder zu sehen, eine Seite muss gleich 0 sein, also ist gleich 0. Wenn wir unsere gegebene Funktion anschauen, das ist momentan noch nicht der Fall. Das heißt, bevor ich das hier einsetzen kann, muss ich erst meine gegebene Gleichung auf diese Form bringen. Also ich muss auf ax² plus bx plus c gleich 0 kommen. Das erreiche ich sehr einfach, indem ich die minus 12 hier auf die linke Seite rüber schaffe. Also plus 12, dann habe ich 2x² minus 4x plus 10 ist gleich 0. Jetzt habe ich meine vorgegebene Form mit ax² plus bx plus c ist gleich 0. Wenn ich nachschaue, a entspricht dem Zahlfaktor von x², b entspricht dem Zahlfaktor von x und c entspricht der Zahl ohne x. So, diese Zahlen gebe ich jetzt in meinen Taschenrechner ein. Also a war plus 2, b entspricht der minus 4 und c entspricht 10. Dann muss ich einmal auf Execute gehen, das heißt die gelbe Taste zuerst drücken und erhalte folgendes Ergebnis. Der Taschenrechner gibt eine Zahl mit i aus. Sobald der Taschenrechner diese Zahl ausgibt, bedeutet das für die Realschule, für diese quadratische Gleichung gibt es keine Lösung. Egal wie die anderen Zahlen hier heißen, sobald ein i auftaucht, keine Lösung. Das müssen wir jetzt noch aufschreiben. Also bisher haben wir von Hand gerechnet. Dann haben wir im Prinzip die Taste Tool benutzt und darin die Funktion Poly 2. Was a, b und c ist, können wir aus der Gleichung schon auslesen, brauchen wir also nicht extra aufschreiben. Und das Execute ersparen wir uns auch, weil es ja klar ist, dass das nachfolgen muss. Aber weil eben ein i drin vorkommt, müssen wir mit aufschreiben, dass es eben keine Lösung für diese quadratische Gleichung gibt.